Und damit herzlich willkommen zu Call of Doom Episode 2, Map 2. Eine der verrücktesten Maps überhaupt. Einfach so ein Amazon-Lager. Easy. Bei der Map werde ich sehr häufig speichern. Einfach weil, wenn wir hier sterben. Die Map dauert so schon sehr lange, da müssen wir es nicht noch zusätzlich übertreiben, indem wir hier, ne, nur alle 3 Stunden speichern. So, da haben wir das dann schon mal ein bisschen geklärt. So, machen wir jetzt weiter. Noch ein bisschen hier. What the fuck? Wow. Alter, wo kommen die denn jetzt gerade her? So, den Bereich haben wir damit auch schon mal. Sehr schön. Was kommt als nächstes? Der Bereich hier. Zum Beispiel so. Da hat gerade schon nicht direkt in so einen Feuerball. Das wäre nicht so gesund gewesen. Wäre aber wiederum typisch gewesen, ne? So richtig typisch Ronny. Das ist zu dir wohl so, ne? Ja, weg, und weg und alles überhaupt. So, sieht doch bisher schon mal relativ gut aus hier. Dann stoßen wir mal direkt zum nächsten Bereich vor. Der wäre dann, glaube ich, hier irgendwo. Also kurz hier waren wir, ne? Genau, da haben wir gestartet. Genau, dann kommt es hier weiter. Kommt es jetzt hier weiter, klar. Dann geht es jetzt hier weiter.
Wodurch? War da gerade ein Fass oder sowas? Ah. Super, was habe ich jetzt gerade schon alles geklärt? Ah. Okay, hier war ich. Ah, super. Ah. Das heißt, den Bereich muss ich noch komplett machen. War nicht irgendwo noch einer? Gott. Hier, glaube ich. Ja. Jawoll. So, direkt mal speichern. So, was jetzt hier wird gerade hochgegangen? Da ist doch gar nichts. Was zur Hölle? Was ist denn hier hochgegangen? Hier ist nichts. Nochmal. Momentchen mal. Ja, okay. Das ist ja, ist mir noch nie aufgefallen. Ist das bei anderen Waffen auch so? Nö, hier nicht. Momentchen mal, ist das Verhalten ist mir ehrlich gesagt echt ein bisschen neu. Ich hab jetzt gerade gescheatet, ich hab jetzt mir jetzt gerade alle Waffen gegeben. Ich will mal gucken, ob das bei anderen Waffen auch so ist. Ne, bei der zum Beispiel nicht. Bei der auch nicht. Das ist übrigens eine richtig geile Waffe. Die hat so ein Ringmagazin. Also so ein, ne, Karussellmagazin. Hat man 4 Schüsse. Dann dreht man. Und das dann muss man auswechseln. Richtig geil. So, aber nicht, dass ich gerade suche. Ja, ist echt die einzige Schrotflinte, bei der das so ist. Lol, warum ist das bei der so? Na gut, ich meine, jetzt weiß ich es. Ist ein bisschen seltsam, aber... Das scheint wohl irgendwas ein bisschen fehlerhaft implementiert zu sein. Wahrscheinlich deswegen, weil er halt auch mehr Durchschlagskraft hat. Vielleicht wird er intern irgendwas anders behandelt, was dazu sorgt, dass das Ding quasi wie so ein Chemiefass reagiert. Interessant. Dann weiß ich da jetzt Bescheid. Super. Also definitiv keine Waffe, die für Realism Tactical Mode geeignet ist. Schade eigentlich, ich mag die Waffe. Weil die hat halt extrem viel Wumms. Scheinbar ein bisschen zu viel. So, okay, die Bereiche haben wir jetzt alle. Dann können wir jetzt in den Bereich hier vorstoßen. Warum isst du den? Hat dir doch nichts getan. Ach so, doch, vielleicht hat er auf ihn geschossen. Mit dem komischen Feuerball. Nein, ich wollte durch, du Hurensohn. Lass mich! Lass mich! Na los! Danke!
Moment schon mal, das haut da irgendwas haut da nicht hin. Genau. Realism. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das kann nicht schon immer so sein. Da muss jetzt irgendwas falsch sein. Ja, siehst du, ist doch normalerweise gar nicht so. Und ist jetzt genau das gleiche. Ist auch wieder Skill 11. Also 1 zu 1 genau das gleiche. Was zur Hölle? Das ist jetzt echt scheiße. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Oh, wow. Okay, guck mal unten rechts hin. Ich habe die Frag-Munition geladen. Ja. Kleiner Tipp, keine gute Idee. Definitiv keine gute Idee. Weil genau das ist nämlich die Funktion der Frag-Munition. Das ist nämlich dieses... Ja, manche nennt es auch Drachen-Munition. Also das, was halt extrem funkt und Feuer erzeugt. Bitte die Magnum. Dankeschön. Jawoll. Alter, was ein Scheiß. Ich sag doch, die Map dauert sehr lange. Ich habe nie was anderes behauptet. Aber schön zu sehen, wie sie funktioniert. Easy. Gefällt mir. Ich meine, die Art und Weise, wie wir es kennengelernt haben, hätte man es auch anders aufziehen können, aber okay. Zumindest funktioniert sie. Boah, Alter. Was war das denn gerade? Einfach mal Kreuzfeuer ausgewichen hier. Jetzt würde ich aber mal doch gerne von mir gucken, weil... Okay. Dann ist er... Es ist also wirklich relativ simpel implementiert, das heißt, wenn ich diese Frag-Munition benutze, dann wird einfach an der Stelle, wo die Munition quasi auftreffen würde, einfach an der Stelle so eine Fast-Explosion erzeugt. Erkennt man nämlich daran, dass bei der normalen Munition, wenn man sehr nah dran ist, ist die gesamte Munition an einem Fleck, ne, klar, geringer Ausbreitung, logisch. Wenn man aber weit weg steht, weite Verteilung, wie ja auch in der Realität. Bei der Frag-Munition ist der Explosionsradius aber immer der gleiche. Kannst du mal bitte wechseln? Danke. Guck mal. Hier ist die Explosionswolke so, genauso groß, wie wenn ich nah dran stehe. Und das heißt, die Explosion wird da in dem Moment als eine Explosion einfach berechnet. Und nicht, dass da die Schrotmunition an sich da quasi rumfunkt. Ah ja. Okay. Das heißt, diese Fake-Munition ist definitiv nichts, was in irgendeiner Weise... Also, wenn man das nicht speziell dafür behandelt, empfehlenswert ist. Aua. Los, stimmt doch mal. Danke. So, jetzt wird's ein bisschen spaßiger. Die Frage ist, gehe ich überhaupt rein? Nee, komm, lass ich. Bringt mir nichts außer Schmerzen, weil da sind haufenweise Lost Souls drin. Sollte jeder kennen, der damit schon mal, So. Hey. Wir könnten jetzt quasi direkt zum Secret gehen, zum Exit. Ich weiß aber nicht, ob ich doch noch die Secrets einholen möchte. Na komm, das eine Secret hier hole ich mal ein.
Die anderen sind mir dann doch relativ egal. Ach was, komm. Ganz ehrlich. Nehme ich das hier? Boah, ich denke mal schon. So, wie gehen wir hier vor? Ich würde mal sagen, reinrennen, Tasche und einfach wieder rausgehen. Ha. Aua, tut doch weh. Halt da. Ach, hier gibt's auch noch was. So, ein Pinky wartet hier noch auf uns, ein Imp. Ich korrigiere zwei. Na gut, dann ab ins Ziel und dann, ja. War's das für diese Map? Die ja außer diesem einen Verwirrungsanfall relativ glimpflich verlaufen ist. Oh Gott, die Map. Oh, oh, oh. It's getting worse. Na gut. Nächstes Mal. Scheiß Map. Bis dann.